Yep, willkommen nach einer, glaube ich, schon längeren Pause. Kann ich sagen, willkommen zurück zu einem neuen Part von Hearthstone Tavern Brawl. Ja, ich bin Okopaus und mit mir wie immer ist der gute Danny. Jo, auch ich bin wieder dabei. Ja, es war gerade eine längere Pause, weil wieso auch immer jetzt immer wieder Brawls kamen, die wir schon hatten. Oder ich glaube, wir hatten einmal eine Brawl ausgelassen, da wir keine Zeit hatten. Aber jetzt geht es endlich mit der Mid-Season Rakenross Party, die aktuell stattfindet. Wieder neuen Content. Vor allem wurde auch neuer Content angekündigt für Mitte August. Sagen wir gleich eines, wir werden diese ex nächste Expansion Knights of the Frozen Throne nicht so wie Angulo beleuchten, weil wir damals mitbekommen hatten, wir können nie alle Karten in rechtzeitiger Weise abdecken, bis die Expansion rauskommt, weil das so unregelmäßig rauskommt bis zum Gehtnichtmehr. Wir werden ein bisschen nochmal im Detail darüber reden, was wir auch dann dafür wahrscheinlich vorhaben, aber ja, wie ist denn der Titel dieses Sports? Ragnaros Fire Festival. Defeat your opponent, but if you feed an ever-growing minion-eating tiny Fire Lord, there may be a reward in it for you. Ja, ihr werdet gleich sehen, was ungefähr passiert, und zwar. Seit diesem Mittwoch, glaube ich, gibt es nun diese Midsummer Festivals, Ragnaros Midsummer Festivals, und läuft ungefähr 2 Wochen. Doppelt Gold für alle Quests und ja, jetzt auch diesen Spezial-Brawl. Quasi eine kleine Mini-Aktion hier zwischendurch. Ist doch ganz Ja. nett. Ja. Dass Leute wieder zurückbringen, also wir sollen mehr Hearthstone spielen. Sie machen ja in letzter Zeit viel, um Hearthstone interessanter zu machen. Zum Beispiel Quests gegen Freunde. Legis nur mehr einmal ziehen können. So, da bin ich auch ganz ehrlich, das habe auch Benny vorher schon gesagt und so. Ich spiele schon seit diesem Jahr fast gar kein Hearthstone mehr. Vielleicht dieses Jahr habe ich maximal dreimal Hearthstone gespielt. Deswegen ganz wenig Hearthstone gespielt, weil ich jetzt andere Spiele habe, die meine Aufmerksamkeit haben, aber Turn Ball bringt mich immer wieder zurück. Zu einer kleinen Runde gegen den Bernie. Mal schauen. So. Und die Sache ist. So ein kleiner Mini-Rag. Can attack, immune. At the end of each turn, burn your enemies randomly. Ja. Wir haben hier einen unzerstörbaren Mini-Rag, der immer jetzt Feuerbälle schießt. Yep. Da seht ihr es, der Okay. zwei Angriff gibt er mir zweimal aufs Maul. Und je mehr Minions er zerstört, desto stärker wird er. Und dann gibt es da verschiedene, ja, Strategien, zum Beispiel sowas. Wenn Ben jetzt Glück hat, kriegt er eine Ruby Egg? Nein. Kriegt er nicht. Natürlich nicht. Da hatte ich kurz eine Mausspackung. Hier. Was ist damit? Kann ich ein bisschen angeben. Ah, oh, Rogue Level 60, da habe ich ein paar goldene Karten bekommen. Und das heißt halt, wir haben halt das Ziel, dass er auch unsere Minions ein bisschen kaputt macht, weil jetzt im nächsten Zug wird Benny auf jeden Fall mindestens 3 Schaden abbekommen von diesem Mini-Rack. Und so versuchen wir uns dann gegenseitig in die Höhe zu schießen. Natürlich auch so ein Dragon Egg. Ihr merkt schon, die Decks sind sehr ähnlich gestrickt. So. What's it gonna do? What's it gonna do? I love omelets. Stop that. Insekt. Ja, Benny hat mit diesen zwei Ecks hier auf jeden Fall die besseren Karten wieder abgeschossen werden können. Mit diesen drei Ecks, tut mir leid. Mit diesen vier Ecks, tut mir leid. Deswegen Benny hier mit einem klitzekleinen, in Anführungszeichen klitzekleinen Vorteil hier zum Start.
Ruggy dealt schon ziemlich gut Damage. Hm. Haben wir jetzt schon. Ich frag mich so, wieso hat dieser Ruggy ein Leben eigentlich? Du kannst ihn nicht angreifen. Tja. Weil Fun. Fun of Fun. Hm. Kann man den silencen? Nee. Keine Schuld. Silence wäre ja komplett Bullshit. kannst du schon probieren, aber ich glaube nicht, dass das geht. Na, dann wird er 2-3. 2-3 Minuten zum Angreifen. Options. Stimmt, du könntest draußen 2-3 machen. Well done, incinerate as many as you can for a special reward. Okay. Scheinbar bekommen wir noch was dafür. Mal gucken. Let the pain speak to me. Danke. Okay. Was war das denn? Interessant. Ja, sieht so aus, als würde ich das ganz klar verlieren im nächsten Zug. Mal schauen. Reporting for duty. What you gonna, what they gonna do? Ja, der hat immer diese Eier gezogen, die habe ich auch in meinem Deck, deswegen ist er ein bisschen in dem Fall dann ein Vorteil. So, jetzt musst du dich verteidigen, irgendwie. Ja, RIP. This only works on the same. Speak to me. Ach du Heilige. Die stirbt vor. Als ich so die Angriffe, ich bin tot. Naja, in den Zug sind dein Hero immun. Egal, ob sie stirbt. Achso, stimmt. Ja, Benny, jetzt musst du was machen. Jetzt musst du was machen, ne? Danny muss mindestens. Okay, mal schauen, ob er das schafft. Er muss mindestens hier, ne? 9 Damage ablocken. Ne, mehr als 9. 9. Ja, das reicht. Oder vielleicht, wenn ich Luck hab. Scheiße. Nein! Oh, wie witzig ist das denn, ey? Lol. Von allen Karten, die du bekommen kannst. Ist doch geil, wenn ihr. Deswegen kommst du diese beschissene Karte. Von allen 17 Karten in meinem Deck. Hashtag Kopalacke. Ach du meine Güte. Der Luck is real. Lil! Getrackt, Bernhard! Achso, ich glaube, ich hab's verkackt, oder? Wird er jetzt zerstört oder so? Get
kann ich flexen. Alter, der Orgasmus der Grim Fate ist. Everyone, everyone! Okay, war viel Spaß, aber. Jetzt muss Bernie. Ich glaub. Hast du irgendeinen Angriff oder so? Hast du einen Spell, Bernie? Ja, und Bernie hat genau den richtigen Spell. Ich hätte doch mit der Hero Ball gewonnen, das sind zwei von denen. Das ist gereicht. Mini Rocks Rage Kill 33. Enjoy Level 2 Fireworks Insect. Interessant. Okay. Ich bekomme dafür das Pack wirklich. Das ist ja wirklich nice. Du hast das Pack nicht bekommen, oder? Wieso sollte ich? Ich habe doch nicht gewonnen. Das ist auch wirklich interessant, dass man jetzt auch so die. Das macht viel mehr Spaß, dass wir jetzt für gegenseitig spielen die Packs bekommen. Ja. Das hatten wir bis jetzt gefühlt immer beschwert, dass wir kein Pack bekommen. Los geht's, Ben. Runde 2. Ja. Hat Benny wieder Luck mit diesen Eiern, die ich alle bekommen hat, und ich habe kein einziges bekommen. Ja, ich habe halt Eier. Du hast aber mehr als zwei Eier, was eine schwerwiegende Behinderung ist. Das ist jetzt auch nicht schön. Boom, boom. Die Welpen sind schon mal scheiße. Und zwei davon. Hi! Na, wie geht's? Ich hasse dich. Lil. Hate you. Let the hate you flow through you. Komm, Vinirak. Mach was Gutes. Guck mal. Ja. Opa? Ja. Ja. So, ich hab dich nicht gehört kurz. Ich hatte aber anscheinend ein kleines Problem. Ja. Solange es wieder geht, ist es ja nicht schlimm. Hab's also die gute Reconnect-Sache. Also, du hast jetzt eine definitiv bessere Start als ich. Ich habe auf jeden Fall gerade einen Vorteil. Let the pain speak to me. Oh no. Ich find's so geil, wie ihr es jedes Mal neu sagt, wenn er neu angreifen muss. Ah, finde ich gut. Aber Bernie ist jetzt schon half-life. Wir sind gerade erst Turn 4. Ja, so, das ist ein bisschen Start. Du musst halt echt dafür sorgen, dass der Mini-Rack halt deine Minions trifft, damit du halt weniger Schaden bekommst und damit du im nächsten Zug dann deinem Gegner mehr Schaden machst. Weil selbst mit seiner Hero Power ist das im Moment Liefe, aber ich bin mir sicher, Bandit ein paar Minions hier aufs Board legen kann. Was mach ich nur? Ha.
interessant. Natürlich das Dragon Egg. Das ganze Board gekillt. Ja, jetzt sind wir schon im Boardclip-Modus. Ich meine, was ist mit der Maus los? Ich meine, hier so, das wären dann 4, nochmal 4, das heißt 10 Damage. Mal ein bisschen fressen. Komfort clear. Ja, geht ja nicht. Wegen dem Mag, ne? Ja, das wird jetzt erst. Also, entweder bannt jemand jetzt 13 Damage oder muss halt ein gutes Stückchen verringern quasi einstecken. Hat er hier seine 3 Mana 8 Heilungsscheiß? Hat er Feral Rage, womit er sich 8 Armor geben kann? Hat irgendwelche Deathlords? Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Der Rage hat auf jeden Fall schon mal. Das heißt, er braucht noch 5 Damage Reduzierung. Ne, überlebt er den nächsten Zug. Und das war's. Ich hätte noch eine Healing Touch auch mit Hand gehabt, aber. Ich hatte ein Mana zu wenig. Ja. Schade, schade. Und ja, und mein Hearthstone startet sich hier gerade neu. Toll. Hallo? Hearthstone? Ich bin noch da. Ja, ich bin auch noch da. Hearthstone startet sich halt neu, weil ich einen kleinen Disconnect in dem Game hatte. Okay. Deswegen ist immer danach so. Ja. Ich habe gerade ein Pack geöffnet, was ich bekommen habe. War eine Epic drin. Die ich sogar noch nicht hatte. Auf so nichts reagiert nicht mehr. Boah, halt's mal. Jetzt stürzt er nicht ab und dann lass mich neu starten. So. Das Gute ist mit Gameaufnahme. Wird man da nicht genervt und so, wenn man rausgeht aus dem Game. Und dann hast du neu starten. Entschuldigen Sie sich. Ich entschuldige mich natürlich. Entschuldigung. Nein, ich entschuldige mich natürlich für diese Unterbrechung, diese unfreiwillige Unterbrechung in diesem Part, aber ihr könnt euch freuen, liebe Zuschauer, weil ich kriege 80 Coins für 3 Victories, ich krieg mein Pack. Als Entschuldigung öffnen wir einfach den Pack in diesem, das Pack in dem Part. Und das dann erinnert mich an einen Arbeitskollegen von mir. Ein Arbeitskollegen von mir haben wir so ein, ich weiß nicht, ich Hobby, aber so eine Früh, so ein Ritual. Der geht alle Zimmer in der Firma ab und entschuldigt sich mal erstens. Okay. Na, ich also, habe ein drittes Soul of Justice gezogen. Und ein zweites, keine Ahnung, mal schauen. Okay. Ja, mein drittes Soul of Justice. Egal, kriege ich 100, das. Habe ich 4595 das. So, dann machen wir wieder Bernhard, Tavern Brawl, Final Match. Das ist genau wie irgendwie so ein Tekken oder so, da braucht man noch so 2 Siege. Ja. Final Round. Fight. Lady Leadrin.
gegen Furious Damage. My hammer burns with holy fire. Holy Vierer. Let's go. La la la. La 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 la. Ich hab deinen Ragi. Hi. Ole. Oh. Ah, okay. Kein Doppel, aber es war gut genug. Da ist er. Laufen. Ein Damage abgefangen, ein Damage getaked. Getaked. So, 2-1-1. Reporting, reporting for duty, duty. Und beide tot. Oh, schade. Side effects? No. Trust me. Okay, läuft. Bin ich kurz rausgetreten. Und dann Benny droppt erstmal. Drop, ja. Hey, ich hab die Fernbedienung fallen lassen. Oh no. Das ist natürlich auch wieder ein guter Start für dich. Oh yeah. Weil auch meine Rekruten abgeschossen werden, anstatt mein Whelp, kann ich mehr Schaden machen. Sieht ziemlich gut aus. Und du mit einem Runic Egg konntest ja nicht angreifen und so. Ich bin ein Dragon Egg, hatte also Angriffsmöglichkeiten. Oh, ja, aber auf jeden Fall Devil Saw Egg rausgeholt. Hallo Devil Saw. Das hier. Eine Rubian Egg. The battle. Burn. Ja, wir sind hier Turn 4 und wieder Spanny ungefähr Half-Life. Aber ich habe auch ein bisschen mehr Damage geschluckt schon. Mal schauen, wie es aussieht. Benny? Ja, ja, ich bin da. Wie hast du meinen Rubin zerstört? Mit meinem 5-5er Devil Saw. Hä, ja, bei mir hat er aber Full Life, hast du ihn geheilt oder wie? Ich habe einen zweiten Devil Saw erklärt. Ah, okay. Nee, nix, ich war, hatte kurz einen Disconnect, deswegen konnte ich nicht sehen, was du gemacht hast. Ja. Breaching Charge. Genau, Breaching Charge. Kleiner Insight-Hack. Hi, Benny. Mal schauen, ob er diesmal irgendwie aufgelöst wird. Das war witzig. Get in here! 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 Ich glaube, das wird fake für diesen Brawl. Ja. Get in here! Du kannst damit die mega Damage abwehren. Ja. Ist halt echt so, ne? Es ist wie eine Wand. Alle Patrons stürzen sich vor mir. Und fressen all den Damage, den Mini-Rack raus, Leute. Get in here! 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 Oh Gott, ey. Hat Benny jetzt noch irgendwie 14 Damage auf Lager? Mit 5 Mana geht gar nicht. Aber kann auf jeden Fall... Na, 16? Nee, noch hat er es nicht überlebt, glaube ich, soweit ich weiß. Sollte nicht rechnen. Ja. Ja, ciao. Die Patrons haben dich geschützt. Die Patrons haben mein ganzes Leben beschützt, das war echt... Das war nice, man. Und hast den Schutz wieder ab. Egal. Was ist nur mit deinem Hearthstone los? Ja, nicht mit meinem Hearthstone, es war immer so. Hearthstone stürzt immer nach diesem Disconnect-Message. Egal, okay. Scheiß drauf.
Jobs. Auf so schießen nur zweimal im Jahr ab. Ja. Ole, ole. Gut, aber ciao auch von meiner Seite. Ja, ich starte gerade noch aus dem Neuen, weil wir erlaming mit dem schwarzen Bildschirm die Aufnahme zu beenden. Gut, dann können wir noch kurz über die neue Expansion sagen. Die neue Expansion bringt zwei neue Arten, zwei neue Sachen rein, oder drei neue Sachen. Es kommt ein Mini-Adventure dabei raus, das heißt, es gibt wieder neue Adventure-Parts. Halt nur minimäßig, also nur wahrscheinlich 9 Parts, aber who cares? Jedenfalls ein bisschen, jedenfalls etwas. Dann gibt es jetzt diese Hero-Cards. Diese Hero-Cards sind Karten, mit denen man den Hero ersetzen kann. Das sind eigentlich Legi-Karten, eine neue Art von Legi-Karten, mit denen man halt den Hero ersetzen kann und dann einen stärkeren Hero bekommt mit einer wesentlich stärkeren Hero-Power als zuvor. Und sonst gibt es noch neu die Lifesteal-Karten. Mit den Karten kann man, wenn man die Minion angreift, kann man seinen Helden damit heilen. Interessant. Das sind die drei neuen Arten von Karten. Gibt schon ein paar vorgestellt. Wenn ihr es wollt, googelt nach Knights of the Frozen Throne. Jo. Dann findet ihr alle Karten schon mal im Internet, die es gibt. Quasi die Bestätigung, dass die Death Knight-Klasse oder andere neue Klassen zu Hearthstone nicht mehr hinzugefügt werden. Ja, also vielleicht kommt irgendwann eine 10. Klasse. In der Expansion mal nicht. Ich schätze mal nicht, dass sie, weil neue Klassen sind schon sehr, also sie wollen ja das ganze Balance halten. Ich schätze mal, dass man bei der neuen Klasse bleiben wird und nicht sich mit einer neuen Klasse nochmal alles über den Haufen werfen wird, weil man ja bedenken muss, rein von den Basiskarten, ja, hast du ja nur Basiskartenunterstützung für neun Klassen. Okay. Das wäre halt mein Projekt, was halt Leute wieder, was große Aufmerksamkeit auf Hearthstone bringen würde, wenn sie halt schaffen, eine ganz neue Klasse hinzuzufügen, wie zum Beispiel den Mönch. Oder halt diese Dämonenjäger gibt es ja auch seit Wer weiß. Legion. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwas. Man weiß ja nie. Irgendwann, was, ja klar, irgendwann werden sie es vielleicht machen, aber in der näheren Zukunft, in den nächsten Jahren, wird keine neue Klasse zu Hearthstone stoßen. Ja, sie bringen halt, wie gesagt, die Inspire, also nicht, ich finde es schade, ich finde es halt immer schade, dass einzelne Themengebiete gegen späteren Klassen, also in späteren Expansion, nicht mehr so richtig angeschaut werden. Zum Beispiel Inspire gab es nur in TGD. Später nicht mehr. Wir sollen nicht immer neue Features machen. Deswegen, naja, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Falls du noch nicht irgendwas zu sagen hast, Ben. Ja, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.